Sascha, und was sagst du zum Spiel heute? Naja, also am Ende muss man sagen, souveräner Sieg. Wir hätten natürlich also in der zweiten Halbzeit etwas mehr machen können. Also meiner Meinung nach haben wir da zu sehr also das Spiel dann auch den Eiselfingern überlassen und waren nicht mehr so aggressiv dabei. Also geht besser auf jeden Fall. Steigerung fürs nächste Mal. Definitiv. Also das war heute meiner Meinung nach viel zu wenig. Aber es hat ja trotzdem gereicht heute. Von dem her passt's. Und wir sind natürlich froh, dass du jetzt doch noch mit dabei bist. Das ist super. Du hast mir überlegt gehabt, dass du aufhörst, aber Gott sei Dank bist du noch da. Und ich habe gehört, dass du auch Jugendtrainer bist. Ja, das stimmt. Also ich bin jetzt seit dieser Saison bin ich für die E1 Jugendco-Trainer. Und ja, es macht mir mächtig Spaß, jetzt auch in der Jugend zu helfen und das voranzutreiben, damit wir dann, weil wir ja in 10 Jahren wahrscheinlich spiele ich dann auch nicht mehr, also brauchen wir einen gewissen Nachwuchs und hoffen wir dann, dass die uns beerben können. Sind ein paar gute dabei? Ja, definitiv. Also sind wirklich Talente dabei, die aber wie gesagt gefördert werden müssen und da versuche ich jetzt einfach mein Bestes, damit zu helfen. Was machst du neben dem Fußball? Schaffst du das zeitlich überhaupt alles? Normales Training, Jugendtrainer und dann, was machst du, Studium oder Beruf? Ja, also ich studiere noch Maschinenbau nebenbei in München. Also das ist jetzt wirklich sehr, mein Terminkalender ist vollgepackt. Also ist jetzt wirklich schwer für mich. Deswegen, weil du auch vorhin angesprochen hattest mit dem Aufhören, das wäre der Grund gewesen. Aber ich bin dann einen Kompromiss eingegangen, dass ich einmal die Woche ins Training komme und wenigstens so der Mannschaft noch helfen kann. Und aber ja, ist schwer, aber irgendwie geht's schon. Weil es Spaß macht. Ja, definitiv. Also ich kann schon sagen, glaube ich, dass ich fußballverrückt bin. Das lassen wir mal so stehen. Danke fürs Interview. Ja, gerne. Ja, Domi, was sagst du zum Spiel heute? Ja, ich glaube, wir haben die erste Halbzeit nicht so schlecht gespielt. Wir müssen wahrscheinlich schon ein bisschen eher 1-0 in Führung gehen. Da habe ich 2 Riesenchancen liegen lassen. Aber ja gut, dann war es zur Halbzeit 2-0 gestanden. Und dann, ja, die zweite Halbzeit war dann nicht mehr das Gelbe vom Ei. Da haben wir zu unpräzise nach vorne gespielt und haben irgendwie die Spannung verloren. Aber ein Traumtor vom Leo war dabei. Ja, das war echt das schön. Das war nochmal ein Highlight in der zweiten Halbzeit. Da sind die Zuschauer vielleicht auch noch ein bisschen auf ihre Kosten gekommen, auch wenn es jetzt nicht so das überragende Spiel von uns war. Was macht es denn jetzt für die Jugend diese Saison? Gibt es denn nochmal ein Camp? Ja, auf alle Fälle. Das Feriencamp ist natürlich wieder im August. Das machen wir wieder, wie jedes Jahr. Und dann hofft man, dass da wieder zahlreiche Teilnehmer dabei sind und ja, dass da in der Jugend bei Wasserburg wieder ein bisschen aufwärts geht. Gut, danke schön.